Willkommen bei Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Revenus Devils. Mal gucken. I barely slept while we were on the train. My thoughts kept me awake with a burning fever to see our new home. My wife Hildred and I decided to move suddenly. She hurriedly packed our luggage, taking only what was strictly necessary. We cut a good deal buying this place near the river, which had previously been owned by a well-known barber in the town. This house is surprisingly large. There's enough space on the ground floor to turn it into a beautiful pub, while downstairs in the basement there's already a large, cozy kitchen. I can't wait to get to know my new customers. I've always enjoyed watching people eating the meals I've cooked for them lovingly. My husband, Percival, has cleaned the first floor and set his room up for business. A fancy tailor shop. It won't be long before we see the women from the local district showing off the beautiful outfits he has made for them. We are going to bring home the gold with our business. You may wonder what the secret behind our success is. Our loyal clients, obviously. Fantastic people. I feel kind of sorry about killing them. We have decided to use an unusual ingredient in our specialties. As a result of the insanely high meat prices, due to sheer hunger, or simply because it tastes so delicious, human flesh is highly appreciated. We do not know the reason why, and we don't really care. Ah, but don't worry. We don't waste anything. Even their clothes are cleverly reused by Percival. They just need a little patching up, and then they are ready for sale again. At full price, of course. We are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can. Also, sie nimmt die auseinander und macht Essen draus und er nimmt die Klamotten und verkauft sie. Oh, warte mal. Unser Fleischvorrat neigt sich schnell dem Ende zu. Die Menschen hier sind wie hungrige Hunde. Es war wohl die richtige Entscheidung, herzukommen. Wir werden so schnell reich werden. Oh. Nicht so schnell, mein Liebling. Wir müssen uns bedeckt halten und hart arbeiten. Du weißt selbst, was alles auf dem Spiel steht. Natürlich weiß ich das. Du musst dich nicht immer wiederholen. Schmeiß die Leichen einfach runter in die Küche. Ich kümmere mich darum. Alles klar, schnapp dir den armen Kerl. Früher oder später werde ich mir noch mein Rückgrat brechen. Okay, gut. Also wir schnappen uns den Kerl. Okay, Klamotten hat er hier irgendwie hingeschmissen. Ach, das ist eine Frau. Und jetzt... Luke auf und rinn damit. Oder was? Oh, es ist die Küche. Schön. Endlich frisches Fleisch. Die Falltür funktioniert super. Zeit, neues Hackfleisch zuzubereiten. Ja, genau. Soil and Green. Oh. So, der neue Fleischwolf ist perfekt wie die großen Körper. Nimm die Leiche. Na dann. Und benutze den Fleischwolf. Also ihr seht, ich finde das Spiel passt hier auf jeden Fall auf den Kanal. So, zack, rinn damit. Oh, da haben wir das schöne Match. Ich sollte einen Blick auf Omas Rezeptbuch werfen. Ich kann zukünftig auch andere Rezepte hinzufügen. Okay, Rezepte? Was haben wir denn da? Okay, alles klar. Also, ich brauche Mehl und Hackfleisch, um eine leckere Meat Pie zu machen. Ich kann es bereits riechen. Bereits, meine ich. So, okay, wir... Zeit für die erste Zutat. Ich werde mal die Frau jetzt nicht sprechen, die ist mir anstrengend auf der Stimme. So, okay, ist Mehl und wir holen uns jetzt das Hack anscheinend und dann müssen wir das hier auf die Platte machen. Zum Backen, das Tablett an den Ofen packen. Er ist bereits warm. Hat so ein bisschen Sims-Charakter, finde ich. Okay, jetzt haben wir hier einen Balken. Ah, es wird bald fertig sein. Mit ein paar Änderungen könnte ich schneller werden. Okay. Natürlich können wir auch die anderen zwei Backöfen reparieren. Wir brauchen nur mehr Geld dafür. Aha. Darum können wir uns später kümmern. Alles klar, du kannst tatsächlich also noch ein bisschen mehr aufbauen. Die Meat Pies sehen bereits goldbraun aus. Zeit, sie aus dem Ofen zu nehmen. Oh.
Okay. Die Auslage für die Gerichte ist leer. Ich werde ein paar Meat Pies anrichten. Und auf diese Weise können die Gäste sich selbst bedienen. Okay, wir haben hier also das Haus in mehreren Etagen. Fülle es auf. Super, alles ist vorbereitet. Ich frage mich, ob mein Mann auch fertig ist. Er muss die Sauerei auf dem Boden beseitigen. Okay. Das ist ein Blutbad. Ich muss es beseitigen. Niemand kann hier hochkommen, solange Blut auf dem Boden ist. Zeit, den Mob zu nehmen, um sauber zu machen. Nee. Okay, nimm den Mob. Wish it. Okay, alles klar. Also, wir müssen sie umlegen, wir müssen den Boden sauber machen. Und ich habe von ein wenig Kleidung gestohlen. Die Schaufensterpuppe ist aktuell nicht angezogen. Ich könnte ein paar der gestohlenen Kleidungsstücke flicken und sie wieder weiterverkaufen. Zu einem erhöhten Preis natürlich. Auch wenn dies ein bescheidener Laden ist. Ich bin ein Profi. Zurück zum Geschäft. Nimm ein gestohlenes Kleidungsstück von dem Haufen. Das machen wir. Und? Okay, Zeit die neue Nähmaschine zu benutzen. Ah, sie ist wirklich nicht schnell, doch ich habe Zeit. Koordinieren und zusammenarbeiten sind die Grundpfeiler unseres Geschäfts. Ich sollte meine Arbeitsschritte an Hildreds Bedürfnisse anpassen. Oh, hoppala. Die Kleidung ist endlich fertig. Oh, aber es ist ja wirklich totale Vollverwertung. Ziehen wir es der Puppe an. Yay! Das ist auf jeden Fall Sweeney Todd. Klar. Alles scheint fertig zu sein. Zeit, unseren ersten Kunden willkommen zu heißen. Ah, okay. Hier können wir das Geschäft eröffnen. Können wir noch irgendwas... Warte mal, ich... Eröffne das Geschäft. Meine verehrten Kunden. Treten Sie näher und nehmen Sie, wonach Ihnen beliebt. Gott sei Dank habe ich die Auslage aufgefüllt. Ansonsten müssten Sie warten, bis ich mit Backen fertig bin. Jedes Gericht hat einen unterschiedlichen Preis. Ich muss ja schließlich nicht umsonst rausgeben. Ja, wir werden viel Geld mit meinen leckeren Mahlzeiten bezahlen. Für meine leckeren Mahlzeiten bezahlen. Oh, es scheint, als ob jemand nach einem Outfit sucht. Du kannst dir nie sicher sein, ob deine Arbeit und dein Stil von den Menschen geschätzt wird. Denke stets daran, das Beste zu geben. Na klar, wir möchten schließlich keine schlechte Bewertung auf Yelp. So, schön, ich habe bald einen Termin. Ich muss den Kunden Maß nehmen. Warte, bis der nächste Kunde angekommen ist. Kann ich nicht schon irgendwas machen? Ah, okay. Hier ist der nächste Kunde und ihm muss ich jetzt Maß nehmen. Und mit Maß nehmen heißt... Oder was? Jetzt sind wir alleine und schon kann Hildet... Oh, okay. Oh. Ah. Ihr meuchelt. Ach, scheiße. So, na denn, schmeißt die Leiche runter in die Küche. Hildred, Essen kommt! Das ist schon mies, ey. So, hinein mit ihm. So, Brett zu, dann würde ich nämlich auch gleich mehr Kunden kommen. Wir müssen vorbereitet sein. So, nimm mal den Mob, dann machst du erstmal sauber und... Okay. Sie schmeißt jetzt erstmal kurz die Leiche hier in den Zerhäcksler. Ist er jetzt fertig? Gut, dann würde ich ihn jetzt erstmal... Wir haben keine Klamotte mehr drauf, denn du willst jetzt erstmal neue Kleidung machen. Oh, die Ausrichtung, die Auslage ist leer. So, dann machen wir schnell hier einen neuen Meat Pie machen. Ja, nicht, dass der Pöbel da oben ausrastet. So, zack. Und hinein damit. As fast as I can. As fast as I can. Oh. Ah, da kommt ja schon die nächste Dame hier zum Anrichten, zum Aufmaß nehmen. So, warte mal. Bin gleich bei Ihnen, junge Dame. So, was darf es denn sein, hä? Nimm diese Schilde! Stirb! Da hast du! Du Dirne! So, oh, da kommt der nächste. Oh, da kommt... Oh, schon... Oh, du Scheiße, jetzt muss ich aber sputen hier. So, nimm raus und pack da hin. Und du haut mal hier hin. Jetzt ist halt die Frage irgendwie, wenn ich vorne irgendwie Kleidung habe, kommen die nicht nach hinten, würde ich sagen. Aber dann kaufen die auch nicht. Wenn ich vorne keine Kleidung habe, dann schnell. Mit Hildred muss ich wieder runter. Alter, artet ja hier einen Stress aus.
Warte mal. Leg mal nochmal hin. Ah, liegt jetzt daneben. So, bevor der jetzt zermalmt wird, würde ich tatsächlich nochmal ganz kurz nochmal ein paar Meatpies ansetzen vorher. Bevor ich hier den Hexer anschmeiße. Weil deine Kunden, oh genau, dieses Kleid bei meinem Nachbarn Hillary auch. Oh, schön, ja. Seid also vorsichtig, ja, bei Restaurant und Kleidergeschäft, so Schneidereien ein. Immer vorsichtig. Baking time. Baking time. So, du schnappst dir sie und haust sie hier mal in Port drin. Ja. Oh, hallo, junge Dame. Sie wünschen? Und wir brauchen mehr Hack. Finster. Mann. So, okay. Und da steht... Ich müsste mal wieder neue Kleider nähen hier. Der ist schon pumpig da vorne. Das gibt eine schlechte Bewertung. Ich habe gerade rote Smileys gesehen. Das ist nicht gut. So, dann mach du hier schnell. Und du holst jetzt hier mal schnell die Pies raus. Boah, ist das hier. So. Hoch dich. Du nähst jetzt erstmal schnell. Ah, wir haben jetzt wirklich gerade tatsächlich einen Kunden verloren, so wie es aussieht. So, Hildred hier. Keine Zeit zum Verschnaufen. Du schnappst dir ihn. Sie. Hinein in den Wolf. So, okay. Und Kleidung ist fertig. Packst du vorne hin. Die Kleidung muss raus. Hör mal, das ist ja hier wie bei Primark. So, kommen Sie mit, junge Dame. Ich würde Ihnen ja hier vorne was zeigen. Schauen Sie sich mal dieses an hier. Ich habe hier leichter... Eine Schere für Sie! Da und da! Hast du! Und du, was kommst du da hinten hier, du? Ah, so, meine Güte hier. Wie geht? So, wir haben 6 Gerichte verkauft. Okay, Gerichte zubereitet. Und noch immer Kleider verkaufen müssen. Sind das Tagesaufgaben, ja, kann das sein? Würde ich mal ganz schnell hier ihn mal schnell die Kleidung nähen lassen. So, du packst hier nochmal schnell Hacken. Kann man das zu zweit spielen? Das zu zweit wäre natürlich total cool. Dann hättest du ja nicht so einen Stress eigentlich. So, Meat Pie kommt hier rein. In der Zwischenzeit. Gut, junge Dame, wir zerhäckseln ziemlich viel Damen, wie ich feststelle. Die schmecken auch besser. Als die Gattung der Herren hier. Wenige Haare. Okay. Ach, jetzt hat er nicht gemacht, wa? Er hat's nicht gemacht. Der Schlingel. Ich brauche einen Stoff, na, hat er doch. Hexe, Stoff und Nau. Nähet. Was heißt denn Nähen auf Englisch eigentlich? Was heißt Nähen auf Englisch? Lieber Chat. So, oh, da ist ja schon der nächste wieder, ey. Okay, ich muss erstmal ganz kurz hier wegwischen, bevor ich hier den nächsten rinnen lassen kann, hier in die Bumsbude. There's blood everywhere. Blood is everywhere. So, schön, jetzt haben wir hier wieder was für Sie und, Alter, die fressen mir die Haare vom Kopf hier. Komm ja nicht hinterher. So, junge Dame, kaufen Sie oder gehen Sie raus? Aber haben Sie eine Pampelauni hier? So, junger Mann. Schön, dass Sie da sind. Ein Neuanfang ist nie einfach. Na, es müssen noch einige Verbesserungen gemacht werden. Ich habe eine Liste erstellt mit Dingen, die wir noch erledigen müssen. Dann können wir noch mehr Kunden bedienen. Spendiert, das reicht mir jetzt schon hier irgendwie. Schauen wir, was wir verbessern können. Okay, wir haben ein Upgrade, was wir machen können. Okay, Hackfleisch. Haben wir schon. Okay, können wir noch nicht. Ah, hier unten. Oh, schau mal, okay, alles klar. Wir können eine Werkbank freischalten, einen Backofen oder die Backofengeschwindigkeit. Ja, okay, ich kann mehr kochen. Schalte eine zusätzliche Werkbank frei. Oh, das finde ich ja nicht mehr schlecht. Wir haben 38 Pfund und das kostet 20. Ein zweiter Backofen kostet 40. Was haben wir noch? Der Schneiderladen. Oh, eine schöne zusätzliche Fensterpuppe. Ich würde mal sagen, wir machen mal erstmal eine Werkbank, weil dann könnte ich nämlich simultan anrichten schon mal unten. Verrückt. Muss doch auch auffallen, wenn keine Kunden mehr kommen. Ja, ist
Videospiellogik. Keine Ahnung. So, Geschwindigkeit haben wir noch 20. Ah nee, wir können uns nichts mehr leisten. Schade. So, gut. Na dann machen wir erstmal eins nach dem anderen. Wir können ja schon vorbereiten. Das ist ja auch ganz geil eigentlich. Heißt also, ihn schmeißen wir runter. Danach wird gewischt. Nochmal ein Kleid gemacht. Ihr könnt ja sogar, zwei Kleider machen. Das ist natürlich auch gut. Schau mal den Mob. Alright. Nimm den Mob und wisch mal hier. Entschuldigung. So, muss man ab und zu mal gucken, ob Benny schon im Kanal ist. So, dann schnappt ihr die Kleidung. Tapferes Schneiderlein und leg los. So, dann könnt ihr auch schon eins parat schneidern, das ich schon hier ins zusätzlich habe, nachdem das verkauft wird. Muss man ja hochstrategisch vorgehen hier. Ich wollte gerade sagen, oh, lecker mit Würste, aber wer weiß, was das für Würste sind, irgendwie. Lieber nichts essen hier. Ah, jetzt haben wir zwei Tabletts hier unten, das ist cool. So. Match. Ist angerichtet. Packen wir mal hier was hin. Zack. Mehl. Babam. Babum. Du nimmst dir das, du hängst das hier schon mal hin. Und wir müssen tatsächlich manuell nachher das Geschäft öffnen. Das ist ganz geil. Also das heißt, wir können jetzt erstmal in Ruhe alles für die nächste Runde vorbereiten. Und dann loslegen. Ah, hier sind auch alle voll, okay. So, dann packen wir das hier mal hin. Schwupp. Und schwupp. Und schwupp. Warum fängt das Blut nicht, warum fängst du das Blut nicht auf? Kannst du Blutwurst machen? Total die Verschwendung. Ja, wer weiß, was da noch, können wir wahrscheinlich noch freischalten, Mariona. So, okay, er näht schon mal das nächste Kleid. Oder die nächste Jacke oder sonst irgendwas. Und dann können wir eigentlich quasi das Geschäft wieder öffnen. Können die nächsten Kunden kommen. Hier ist schon mal immer vorbereitet. Hier ist immer fertig gemacht. Läuft. Hör mal. So, okay, na dann. Bing, bing. Keiner will oder was? Was ist los hier? Hat sich rumgesprochen irgendwie, dass hier keiner mehr rauskommt. Ah, da ist jemand. Hallo, guter Mann. Nehmen Sie sich doch eins dieser köstlichen Fleischpasteten. Ah, siehst du, sie kommt jetzt schon. Ja, nimm dir das, komm. Verfatzer. So, dann kann ich das nämlich schon hier hinhängen. So, du kommst gleich wieder mit zu mir, oder was? Ja, fantastisch. Hallihallo. So, ich habe hier Ihre Lieblingsschere für Sie. Bitteschön. Bin auch jetzt der neue Optiker. Verschreibe Scheren. Statt Brillen. So, kann ich hier schon wieder neu anrichten? Martin! Bei Fracas! Grüß dich! Wir Sweeney-Totten hier gerade noch ein bisschen, bis Benny kommt. Ziemlich eklig. Ziemlich eklig. Bisschen Soylent Green hier am Start. Oh, ich brauche frisches Fleisch. Ja, kein Problem. So, hier haben wir frisches Fleisch. Eine frische Leiche wartet darauf, in die Küche transportiert zu werden. Los, runter mit dir. Zack. Auf geht's. So, und schwupps. So, aber siehst du, ich muss ja schleunigst hier quasi das nächste, die nächste Pastete in den Ofen schieben. Ansonsten kriegt er hier kriegt doch Zeit. Zeitdruck, Mann. So, okay, dann mischen wir gleich mal das nächste Portionchen hier an. So, nimm den Tack. Das war es denn so. Ditto noch. Ditto noch. Oh, jetzt komme ich hier wirklich anscheinend in Zeitnot. So, der ist fertig. Das hole ich jetzt mal schnell raus. Bring den nach oben. Oben ist leer. Wunderbar. Gut. Also die Grafik, finde die Grafik geil. Irgendwie, das hat viel Charme, das Spiel, finde ich. Gefällt mir. So, du kannst in der Zwischenzeit mal schnell mal eine Jacke machen hier, mein Freund. Nice. So, okay. Das packst du mal als nächstes in den Ofen drin, damit die nächste Pastete gebacken wird. Dann kommt der Tote in den Fleischwolf, damit wir neu Hack haben. So. Schnappe dir. Charme? Nee, hier ist... Ich hab's keine Scham. So.
Okay. Oh, hallo, junge Dame. Da, hast du. In your face. In your face. So, in der Zwischenzeit muss ich natürlich erstmal hier nochmal eine schöne Jacke hinhängen vorne. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen was verdienen. So, wunderbar. Schön. Dass da auch jetzt keiner reinkommt, ist hoch. Das ist doch die Jacke meines Mannes. Sie schuft. So, zack. So, Auslage. Oh, Auslage ist leer gleich. Verfressene Pack. So, bring mal hoch. Wunderbar. Läuft eigentlich ganz gut. Juan, was? Was ist denn das für ein Spiel? Stimmt ja. Das ist bei Martin halt, ich hab's glaube ich schon mal gesagt, irgendwie, du fragst dich immer irgendwie, was ist los irgendwie, ist einfach keine Zeit zum Schreiben oder Schlaganfall? Was ist los? So, die Auslage steht. Die Auslage steht, Freunde. So, haben wir noch was? Kauft die noch was? Ja, die nur, oh nein, der hat schon wieder nichts genommen hier. Ihr könnt ausrasten, ich will nicht ausrasten. Ich brauche ein Stück Stoff. Ja, dann nimm es doch aber bitte. Und los. So, du Mehl, Alter. Ich muss irgendwie ein bisschen besser laufen hier. Nein. Mehl. Dankeschön. Hackfleisch. Zack. Das muss hier viel besser laufen. So, zack, Rinnenofen. Letzter Kunde. Oh, letzter Kunde? Ah, ja. Hallo, junge Dame. Bam und da hast du. Gute fütterte Kunden heißt mehr potenzielles Fleisch für die Zukunft. Eine bestechende Logik, möchte ich meinen. Ich hoffe, alle unsere Kunden sind zufrieden mit unserer Arbeit. Auf diese Art muss sich unser Ruf stets verbessern, stetig. Ja, das reicht aber nicht. Wir sollten wahrscheinlich ein paar neue Arbeitsgeräte kaufen. Dann werden sicher auch berühmte Persönlichkeiten unsere Shops besuchen. Bestimmt. So, täglich Kunden 12. Oh, und einmal haben wir verkackt. Nee, doch nicht. Nee, eigentlich durch die Bank weg positiver Ruf. Cool, cool. So, okay, alle klar. So, wir haben jetzt also wieder den Vorbereitungsmodus. Wir können uns jetzt für den nächsten Tag erstmal... Bei Fracas, ich weiß, Martin, bei Fracas. Les und beantworte. Führen? Berlinerisch? Was ist los? Was ist, hast du heute schon wieder auf einer Spinatdose geschlafen oder was? Martin! Hast du wieder Popeye oder was? Ja, nee, dafür ist doch hier der Kanal bekannt hier für meinen Lokalkolorit. Das war total geil irgendwie, wenn du früher irgendwie im Chat mit anderen gespielt hast. Und die, ja, ich komme hier aus Würzburg, ja, und ich komme hier aus Unterarnspacken, Walden und so. Und ich so, ja, ich komme aus Berlin. Ja, wissen wir. Aber so ist es. So ist es. Sei stolz drauf, wo du herkommst. Ja? So einfach ist es. Was soll man nicht so verstecken? Ich finde, Berliner ist eigentlich ja nicht mal so das Schlimmste. Ach, was heißt der Schlimmste? Das ist eigentlich ein geiler Dialekt. Eigentlich gibt es keinen schlimmen Dialekt. Fast keinen. Oh, die liegen sie jetzt aber übereinander da, mein lieber Herr. Meine Hände müssen frei sein. Okay. So, wir haben 43 Pfund. Wir können uns tatsächlich nochmal gucken, ob wir jetzt nochmal ein schönes Upgrade kaufen für irgendwas. Mal gucken, was wir kaufen. Versuchen wir hier erstmal schnell ein bisschen in der Küche klar Schiff zu machen hier. Es ist, also geht das noch nicht weiter hier. Wie das aussieht. Also wirklich. So, ein bisschen noch was vermetten hier. Schwupps. A pie or a meatball. A pie or a meatball. So schön durchgewurstet. Das ist was Feines. So, zweite Rohkleck hinterher. Er macht anscheinend immer 2 Hack davon. Pro Person. Halb und halb. So, das haben wir fertig. Das ist sehr gut. So, durchwurschten immer. Ich werde mal ganz kurz nochmal gucken beim Upgrade. Was haben wir denn noch eigentlich? Ein Schneiderladen. In der Kneipe. Tische. Guck mal, wir können auch Tische hinstellen. Schaltet einen zusätzlichen Tisch frei. Mehr Platz in der Auslage ist auch geil. Dann kann ich quasi mehr vorbereiten. Das ist cool. Das finde ich gut. Das will ich mal machen. 25 Hike noch. Wie ein Geier. Parsival erhält ein zusätzliches Stück Kleidung. Ja, mit Nähen komme ich tatsächlich ja nicht so schnell hinterher irgendwie. Eine zusätzliche... Ah, da habe ich keine Kohle mehr für Scheiße.
Nähmaschinengeschwindigkeit. Ja, bringt mir auch nichts. Ja, ich hab für nichts mehr Kohle hier, so ein Mist. Oh, Skins, wir können auch Skins freischalten. Böser Designer. Der Sammler. Mhm. Mein schönster Sonntag. Oh Gott, Alter. Ey, so eine Hosen. Ist ja der Hammer. Boshaftes Skelett. Das ist doch cool. Das finde ich schön. Im Besitz? Was? Wie? Das kann ich sogar nehmen? Das ist ja geil. So, und die untote Braut. Machen wir das mal so. Zack. Oh, krass. Und der ist jetzt ein Skelett. Das ist aber auch geil. Schön, und wir haben eine zweite Etagere, das ist auch geil. So, dann können wir erstmal nochmal schnell ein paar Meat-Pies nochmal vorbereiten. Naja, zuerst muss ich die Zutaten aufs Tablett packen. Ja, macht das. Tu das. Schon wuppidiwupp. So, Rinder mit in den Ofen. Auf, wie geht's? Now I just wait. So, in der Zwischenzeit holen wir uns hier nochmal was. Also Ofengeschwindigkeit ist natürlich perspektivisch auch noch so eine Sache. Die Frage ist jetzt auch, wie lange geht diese Demo. Aber, ja, ich weiß nicht, Chat, irgendwie, wie gefällt euch das Spiel bis jetzt? Irgendwie, ihr könnt es ja mal schreiben oder von mir aus, ihr schreibt es unter das Video hier in die Kommentare, ob ihr tatsächlich hiervon ein Fullgame sehen wollt. Ich finde es erstmal recht interessant. Die Frage ist natürlich halt, wie sieht das Endgame aus hier? Ob sie überhaupt, gibt es hier ein Endgame? Ist halt wie bei Sims, ne? Kannst ja Greg auch spielen, bis du umfällst. So, okay, er ist ready, ist bereit. So, okay. Die Tarts stehen. So, bringen wir das mal runter. Ich find's witzig und ja, bin für Fullgame. Okay. Ach nee, stell wieder hin. Okay, das Tablett steht quasi sofort wieder unten, sobald oben die kleinen Törtchen hingepackt werden. Tatsächlich, ich hab noch nie so eine Meat Pie essen irgendwie. Und ich glaube, ich werde es jetzt auch nicht mehr, wenn ich das so sehe. Das möchte ich, glaube ich, jetzt nicht mehr. So, zack, das werde ich jetzt hier noch vorbereiten. Zwei schöne Tabletts. Achso, ich habe ja bloß noch. Achso. Jetzt habe ich kein Tablett mehr. Verstehe. Gut, okay, na dann, wird Zeit, das Geschäft zu öffnen. Lasset die Kunden kommen. A letter just arrived. We moved here not long ago. No one should know us. No! You may have sent this. Did you tell anyone about our departure? Silence. Let me read. Silence! God, someone knows our secret. Wer? Okay, gut. Ja, schön, umsonst die ganzen Upgrades jetzt hier fahren. Schade eigentlich. Das war die Demo von Ravenous Devils. Großartig, mir hat's gefallen. Falls ihr näher sehen wollt, lasst doch gerne bitte irgendwie Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr hiervon noch ein Fullgame sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Fleischtörtchen. Bis dahin, René schneidert.